So, herzlich willkommen auf WuDive TV. Wir haben Sonntagmorgen und ich hatte mal wieder Langeweile. Hab ich mir Alex sein neuestes Video angeguckt. Ja, und da habe ich mir gedacht, machst du auch mal wieder ein Video. Meine Reaktion auf russische Welt TV, wie die NATO gezielt Energieanlagen bombardierte. Ja, schauen wir mal, was abgeht. Ich mache die Musik mal ein bisschen leiser. Dann springe ich mal direkt da hinten hin. So, Kamera hin. Jetzt muss ich das richtige Video raussuchen. Da ist es. Und ich würde sagen, wir hören einfach mal hin, was der Alex zu sagen hat. Ja, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier zu diesem weiteren Video. Menschen ohne Strom und Wasser, landesweite Lahmlegung der Strom- und Wasserversorgung durch gezielte Bombenangriffe auf die Energieinfrastruktur. Seitens der NATO auf Serbien im Jugoslawienkrieg im Jahre 1999. Völkerrechtswidrig übrigens. Ja, da habt ihr gehört. 1999 hat die NATO Serbien bombardiert. Warum? Ja, die hat den Kosovo angegriffen und hat da, also wenn man den Medien glauben darf, einen Genozid an den Kosovaren verübt. Und die NATO, die fand das jetzt nicht so prickelnd und hat dann angefangen, Serbien zu bombardieren. Und unter anderem, und das ist auch dokumentiert, auch Strom, also die Energieversorgung. Und dadurch ist die Energieversorgung in Serbien für ein paar Tage komplett ausgefallen. Das war so. Gibt nichts dran zu rütteln. Nur mal so nebenbei. Zu diesem Thema habe ich auch einen sehr interessanten Artikel gefunden vom Tagesspiegel, datiert auf den 3. Mai 1999. Und ich werde auch hier wieder einige Passagen aus diesem Artikel für euch vorlesen. NATO-Angriffe lähmen die Versorgung Serbiens mit Strom und Wasser. Brüssel, Bonn. Nach der landesweiten Lahmlegung der Strom- und Wasserversorgung in Serbien hat die NATO dem Belgrader Regime mit weiteren Angriffen auf zentrale Energieanlagen gedroht. Sehr interessant. NATO-Sprecher Scheer, keine Ahnung, wie die jetzt ausgesprochen wird, oder der, sagte am Montag in Brüssel, die NATO habe ihre Fähigkeiten bewiesen, das serbische Versorgungssystem abschalten zu können, wann immer sie wolle. Diplomaten zufolge warfen NATO-Bomber in der Nacht zum Montag erstmals Sprengkörper ab, die durch die großflächige Verbreitung von Graphitwolken Kurzschlüsse in Elektrizitätswerken und elektronischen Einrichtungen verursachten. Die Angriffe hatten am Sonntagabend begonnen und Belgrad bis zum Montag in nahezu völlige Dunkelheit gestürzt. Erst am Morgen gelang es der Serbien. Ja, also hat am Sonntagabend begonnen. Und Belgrad, also die Hauptstadt von Serbien oder von damaligen Serbien, nicht bis zum Montag, sondern hier steht bis zum Morgen in völlige Dunkelheit gestürzt. Aber das sind Details, ist drissejal. Hat die NATO gemacht. Serbischen Elektrizitätsgesellschaft EPS, Krankenhäuser, Brotfabriken, Wasserwerke und andere Einrichtungen wieder mit Elektrizität zu versorgen. Eine militärisch relevante Transformatorenstation, okay, es gibt auch scheinbar militärisch relevante Transformatorenstationen, sehr interessant, habe die NATO aus Rücksicht auf die Zivilbevölkerung nicht zerstört, sondern nur mit Graphitbomben gelähmt, um die Luftabwehr durch Stromentzug für die Zeit der Angriffe lahmzulegen. So, und genau da liegt schon mal der erste Unterschied. Da steht, die NATO hat aus Rücksicht auf die Zivilbevölkerung. Da. Ich habe heute irgendwie einen Knoten in der Zunge. Also hat aus Rücksicht auf die Zivilbevölkerung
diese Station nicht zerstört, sondern mit Graphitbomben gelähmt. Ja, okay. Die wollten nicht mehr, dass sie Strom haben, die Luftabwehr, die zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich über diese Transformatorstation betrieben wurde. Aber sie wollten nicht, dass die Zivilbevölkerung, die im Umfeld lebt, durch Sprenggranaten in Mitleidenschaft gezogen wird. Also so interpretiere ich das jetzt erstmal hier. Also scheinbar haben ja die Angriffe auf die Energieinfrastruktur doch militärische Zwecke. Naja, also ich finde das alles natürlich sehr interessant und aufschlussreich, muss ich sagen, gerade auch im Kontext vieler rührenden Reden und Aussagen verschiedener westlicher Politiker und auch in den Propagandamedien in Bezug auf Russlands Taktik. Und ich habe dazu auch schon im letzten Video zu diesem Thema gesagt, das löst bei mir jetzt keine Freude aus, das ist nichts, was ich irgendwie super finde und ähnliches, ja. Dennoch finden wir in den westlichen Medien kein einziges Wort über die damaligen Aktionen der NATO, die ja durchaus vergleichbar sind. So, wir finden also hier keine Reden in der westlichen Propagandapresse, die das, ja, wie soll ich das sagen, die das in diesem Zusammenhang erwähnt. Und ich muss mich ehrlich die Frage stellen, warum sollten sie es in dem Zusammenhang erwähnen? Wir erwähnen ja auch nicht, dass der Adolf Hitler irgendwo, irgendwann irgendwelche Leute ermordet hat. In dem Zusammenhang mit dem Russlandkrieg. Wir erwähnen ja auch nicht, dass die Amerikaner in Vietnam einmarschiert sind und da großflächig irgendwelche Brandbomben geworfen haben in dem Zusammenhang. Also, wir entwickeln uns doch weiter. Warum sollten wir, wenn wir über den heutigen Krieg reden, immer irgendwelche Vergleiche in die Vergangenheit ziehen? Also ich meine, es gibt kein Land auf dieser Erde, das irgendwann mal Krieg geführt hat und Kriegsverbrechen begangen hat. Das ist so. Und je länger wir zurückgucken, desto schlimmer waren die Kriegsverbrechen. Das ist nun mal so. Aber was können wir heute im Jahr 2022 dafür, was die NATO 1999 gemacht hat? Was können wir Deutschen dafür, was der Adolf Hitler im Zweiten Weltkrieg gemacht hat? Was können wir dafür, was die Deutschen im Ersten Weltkrieg gemacht haben? Nix. Das Einzige, was wir können, ist daraus lernen, es besser zu machen, es zukünftig einfach sein zu lassen, solche sinnlosen Kriege, die nichts bewirken, außer Leid und Tod. Weil, wie sich hier jetzt zeigt, anhand unter anderem dieses Artikels, welchen ich gerade eben aufgeführt habe, macht ja Russland, wenn ich es jetzt richtig verstehe und auffasse, so ziemlich dasselbe im Moment in der Ukraine, wie die NATO im Jahre 1999 auf dem Territorium von Serbien. Wahrscheinlich, also ich schließe auch nicht aus, dass Russlands militärische Führung sich auch genau diese Taktik von der NATO abgeguckt hat. Und da ja, Leute, die Russen machen das nur, weil die NATO das 1999 auch gemacht hat. Die hat nämlich gesehen damals, dass nachdem die NATO das Energienetz von Serbien lahmgelegt hat, dass es dann auf einmal zu Friedensverhandlungen kam. Und deshalb haben die sich das jetzt abgeguckt, die Russen, und haben sich gedacht,
das, was in Serbien funktioniert hat, das funktioniert auch in der Ukraine. Und deshalb schicken wir jetzt erstmal 100 Marschflugkörper in die Ukraine, zerstören die ganze Energieversorgung und dann heben die Ukrainer die Finger und sagen, wir wollen nicht mehr. Gut. Haben sie versucht. Beim ersten Mal. Hat nicht funktioniert. Ja, okay. Erstes, einmal ist kein Mal. Machen wir das nochmal. Zweite Mal. Komischerweise haben die Ukrainer die Finger immer noch nicht gehoben. Und vielleicht liegt das daran, dass in Serbien den Kosovo angegriffen hat. Und Serbien danach gesagt hat, okay, wir machen das vielleicht doch nicht mehr. Und vielleicht liegt das heute daran, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Und die können so viel die Infrastruktur bebomben, wie sie wollen. Die Ukrainer wollen nun mal nicht das, was Russland will. Die wollen eben nicht mehr zu Russland gehören. Und auch das macht wieder einen riesen Unterschied aus. Bombe ich irgendwas klein, weil ich mich verteidige? Oder bombe ich irgendwas klein, weil ich der Aggressor bin? Aber bei Alex ist alles immer dasselbe. Da könnten wir eigentlich die Experten in den westlichen Propagandamedien, in den Talkshows, in den Studios und so weiter ja durchaus Bezug nehmen auf die damaligen Aktionen der NATO und das zum Beispiel vergleichen. Zum Beispiel irgendwie sagen, ja, Russland bombardiert die Energieinfrastruktur in der Ukraine, so wie das die NATO oder ähnlich wie das die NATO damals in Serbien gemacht hat. Oder wenn es jetzt in dem Fall nicht das Gleiche ist, dann könnten die ja sagen, beispielsweise, ja, so wie es jetzt Russland macht, ist das verbrecherisch, ist das ein Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung und so weiter. Stattdessen hätte Russland, also wenn Russland schon diese Taktik wählt, hätten die das so machen müssen wie die NATO damals, weil das, so wie das die NATO damals gemacht hat in Serbien, war das kein Verbrechen aus den und den Gründen, nur das und das. Alex, warum sollten die das tun? Warum? Was können wir heute dafür, was 1999 passiert ist? Keiner von deinen Zuschauern war 1999 als Oberbefehlshaber der NATO dafür verantwortlich, dass die NATO Serbien bombardiert hat. Keiner. Und keiner der heutigen Politiker war dafür verantwortlich. Warum sollten wir das tun? Muss ich die Frage schon wieder stellen. Sonst könnten wir uns auch über jegliches Kriegsereignis darüber unterhalten, welche Vergleiche wir aus den letzten 300 Jahren irgendwie anführen müssen, um einen Vergleich irgendwie darzustellen. Vollkommener Blödsinn. Wenn wir verstanden haben, dass das damals falsch war, dann können wir nur heute daraus lernen. Und wenn Russland damals der Meinung war, dass das falsch war, dann sollten sie auch wissen, dass das, was sie heute tun, genauso falsch ist. Und das wird sich auch durch einen Vergleich nicht ändern. Falsch bleibt falsch. Das sind die Unterschiede bei Russlands jetzigen Vorgehen und dem damaligen Vorgehen der NATO. Aber stattdessen herrscht da Schweigen.
seitens der sogenannten Experten und Militärexperten. Und ich habe starke Zweifel daran, dass sie sich daran nicht erinnern können, dass sie das vergessen haben. Weil jetzt, ich persönlich jetzt, ja, ich war zu diesem Zeitpunkt, unter anderem auch als dieser Artikel erschienen ist, den ich gerade aufgeführt habe, zu diesem Zeitpunkt war ich gerade 7 Jahre alt und ging in die erste Klasse. Ja, aber offensichtlich sind ja die verschiedenen Militärexperten, die man so in verschiedenen Studios sieht, ja deutlich älter als ich und waren logischerweise auch damals deutlich älter. Und vor allem auch, wenn das wirklich Militärexperten sind, dann müssten sie das ja wissen. Ja, genauso wie du das auch weißt, weil du das ja mit 7, weil dich das ja schon mit 7 Jahren interessiert hat. Och, Alex. Es ist mal wieder einfach zu platt. Es ist mal wieder einfach nur der Versuch, Schlechtes gegen anderes Schlechtes aus der Vergangenheit aufzuwerten oder abzuwerten. Nee, abzuwerten nicht. Aufzuwerten auch nicht, zu rechtfertigen. Brauchst du doch gar nicht. Falsch ist falsch. Egal, ob 1913, 1945 oder 1999. Falsch ist falsch. Gibt nix. Ja, was damals vorgefallen ist. Zumal ja auch Deutschland, wie wir alle wissen, damals auch am Angriffskrieg beteiligt war. Und das war ja auch nichts anderes als ein Angriffskrieg, weil mir persönlich ist jetzt nicht bekannt, dass Jugoslawien bzw. Serbien damals irgendwie im NATO-Territorium angegriffen hat. Ja? Also war es keine Verteidigung, sondern eben, wie gesagt, ein Angriffskrieg, ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Also. Ja, Alex, wenn du das sagst, dann war das so. Alles gut. Wo ist dein Problem? Was ist nun die Moral von der Geschichte? Also eigentlich genau dieselbe wie sonst auch, ja, bei vielen anderen Situationen. Ich habe darüber auch schon in der Vergangenheit sehr oft gesprochen. Also man kann jetzt verschiedener Meinung sein, verschiedene irgendwie Argumente vertreten zu verschiedenen Ereignissen, ja, unter anderem auch, was jetzt gerade in der Ukraine passiert oder was damals in Jugoslawien vorgefallen ist. Also ich persönlich muss auch sagen, finde das auch absolut legitim oder auch in Ordnung, ja, wenn jemand jetzt beispielsweise Russland kritisiert und verurteilt, zum Beispiel jetzt für die Angriffe auf die Energieinfrastruktur in der Ukraine. Ja, ich bin mir durchaus im Klaren, dass es immer zu allen Ereignissen verschiedene Argumente geben kann, verschiedene Meinungen geben kann und finde das auch völlig in Ordnung, wie gesagt, wenn jemand eine andere Auffassung zu irgendwelchen Themen vertritt. Ja, worauf ich. Na Gott sei Dank ist der Alex offen für alle Meinungen. Und er findet das auch Gott sei Dank total legitim, wenn man andere Meinungen hat. Ja, nur hören will er sie nicht. Immer, wenn ich irgendeinen Kommentar unter sein Video geschrieben habe, was nicht seiner Meinung entsprach, wurde dieser Kommentar einfach gelöscht oder gesperrt oder blockiert oder was auch immer. Also so richtig gerne setzt er sich, glaube ich, nicht mit anderen Meinungen auseinander. Ich allerdings, wie sicherlich viele von euch auch, sehr allergisch reagiere, dann sind das Heuchelei und Doppelstandards. Ja, die. Ja, Alex, genau darauf reagieren wir allergisch. Heuchelei und Doppelstandards. Genau das is ist es. Genau das ist das, worauf die Menschen allergisch reagieren. Und ich habe, ehrlich gesagt, noch keinen größeren Heuchler gesehen wie dich. Die wir hier mal wieder sehen und nicht nur hier in dieser Situation. Also wenn Russland jetzt Energieanlagen bombardiert, ist das Terror der Zivilbevölkerung, ist das fast schon ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und so weiter. Ja, aber wenn die NATO das macht, ja, dann ist alles durchaus legitim. Wer sagt denn, dass das legitim ist? Es redet doch gar keiner drüber.
Also nicht reden über ein Thema bedeutet für dich, es ist legitim gewesen. Und reden über ein Thema, negativ reden über ein Thema, heißt immer, es wird verurteilt. Nee, Alex, nicht drüber reden heißt nicht, dass das okay war, was die damals gemacht haben. Es wird einfach nicht drüber geredet. Alles militärisch sinnvoll, demokratisch und so weiter. Ja, und nebenbei, was ich gerade eben schon erwähnt habe, scheinbar hat das ja durchaus einen militärischen Sinn, einen militärischen Zweck, also die Zerstörung der Energieanlagen des Gegners. Ja, Alex, es ist nicht auszuschließen, dass bestimmte Energieanlagen einen militärischen Zweck verfolgen. Ganz sicher. Aber ich glaube nicht, dass 100 Marschflugkörper und Raketen notwendig sind, um in der ganzen Ukraine das Licht auszumachen, um einzelne militärische Energieanlagen auszuschalten. Das glaube ich einfach nicht. Ja, weil einfach so die Zivilbevölkerung nur zu terrorisieren, ja, sowas würde die NATO niemals machen, oder? Oder jetzt ein anderes Beispiel, wenn zum Beispiel irgendwie in Russland irgendwie Proteste gewaltsam, polizeilich unterbunden werden, ja, dann ist das ganz schlimm, dann ist das Unterdrückung der demokratischen Rechte, der Menschenrechte und was nicht alles, ja. Wenn aber jetzt beispielsweise in Europa oder in den USA Leute im Winter mit Wasserwerfern attackiert werden, ja, einmal unter die kalte Dusche sozusagen unfreiwillig kommen, ja, oder Hunde auf sie, wie in den Niederlanden, glaube ich, oder in Belgien, auf sie losgelassen werden, dann ist das in Ordnung, dann dient das der Verteidigung der Demokratie. Oder wenn und da haben wir wieder so ein schönes Beispiel. Alex, ich kann jetzt nicht für Amerika sprechen und auch nicht für Belgien, weil ich nicht weiß, wovon du da redest. Weil es gibt ja wieder keine Quellen, gibt ja wieder keine Belege von dir. Aber ich kann dir sagen, ich war schon bei vielen Demonstrationen in Deutschland dabei. Wenn auch nicht als Demonstrant, sondern ich war mehr für die Sicherheit dieser Demonstration zuständig. So. Und ich habe noch keine friedliche Demonstration gesehen, die von den Ordnungsbehörden in Deutschland mit Gewalt aufgelöst wurden. Die dürfen, wenn sie ihre Demonstration angemeldet haben, alle quer durch die Stadt marschieren. Egal, was die da sagen. Ob das stimmt oder nicht, die dürfen das. Wenn es natürlich dann irgendwann zu Gewalt kommt oder zu Sachbeschädigungen, ja, da muss der Staat natürlich eingreifen. Dann kommt es auch schon mal dazu, dass Wasserwerfer eingesetzt werden, zumindest in Deutschland. Weil es ist auf jeden Fall besser, wie Gewehre oder Geschosse oder sonst irgendwas einzusetzen. Also, aber eine friedliche Demonstration, egal ob es Pegida ist, egal ob es Schwule, Lesben, weiß der liebe Gott was sind, egal ob es Neonazis sind, die hier auf die Straße gehen, die dürfen alle so lange demonstrieren, bis die ganze Situation eskaliert. Ganz einfach. Ich habe aber Videos gesehen, wo ein Öhmchen, also eine sehr alte russische Frau, mit einem weißen, unbeschriebenen Blatt Papier in Moskau auf der Straße demonstriert hat. Und die wurde abgeführt. Und
das hat ja nichts damit zu tun, dass man ja Demonstrationen unterdrücken will. Das hat ja was damit zu tun, dass man sein Volk unterdrücken will. Dass man die Meinungsfreiheit in Russland unterdrücken will. Man will ja jegliche andere Meinung für die Öffentlichkeit im Keim ersticken. Und ich denke schon, dass man diese beiden Dinge unterscheiden kann. Wenn Russland jetzt den staatlich finanzierten Propagandasender Deutsche Welle abschaltet, den staatlich finanzierten Propagandasender. Alles klar. Dann ist das die Unterdrückung der freien Presse, der Pressefreiheit und so weiter, ja. Wobei die übrigens, also Deutsche Welle jetzt ganz normal auf YouTube weitersendet auf Russisch, ja. Da schaltet sie keiner ab. Ja, wenn aber jetzt in Deutschland RT abgeschaltet wird, ja, wozu man auch verschiedener Meinung sein kann über deren Inhalte und so weiter, ja. Dann dient das natürlich zum Schutz der Demokratie, zum Schutz. Och Alex, jetzt fängst du schon wieder an mit so einem Mist. Also, hätten sie jetzt nur die Deutsche Welle abgeschaltet, weil die Deutsche Welle irgendwelche Lügen über Russland erzählt hätte, hätten wir das doch alle verstanden. Aber wie viele Medien, auch russische, wurden denn mit Beginn der Spezialoperation in Russland verboten? Und alle mit dem Hinweis, dass sie terroristische oder staatsfeindliche Propaganda veröffentlichen. Wenn sie auch nur das Wort Krieg in den Mund nehmen. Alex, du willst doch diese Unterdrückung der russlandkritischen Medien nicht mit dem Abschalten von RT in Deutschland vergleichen. Wer sich mal mehr wie 3 Berichte von RT angesehen hat, der hat verstanden, dass RT einfach Lügen verbreitet. Einfach wissentlich falsche Meldungen verbreitet, um gegen die Demokratie Stimmung zu machen. Das ist ein großer Unterschied. Und zwar ein riesengroßer Unterschied. Und die beiden Sachen gegeneinander zu vergleichen und in einen Topf zu werfen, das schafft nur ein Propagandaminister, kann ich dazu nur sagen. Schutz vor russischer Propaganda, vor Desinformation und so weiter. Ja, und diese Liste derartiger Beispiele, die kann man noch sehr, sehr lange fortsetzen. Also das, was ich gerade jetzt eben erzählt habe, ja, das soll jetzt auch nicht heißen, nicht bedeuten von wegen, ja, die machen das ja auch, dann können wir das auch machen. Ja, also wenn zum Beispiel jetzt die... Nee, das soll das auf keinen Fall heißen. Ich wollte das nur mal so angesprochen haben. Ich frag nur für einen Freund. Alex, alles klar. USA und die NATO irgendwas macht, irgendwelche offensichtlichen Verbrechen begeht, dann soll oder darf Russland das auch machen. Ja, das will ich damit auf jeden Fall nicht sagen. Zum Beispiel jetzt irgendwie, dass Russland jetzt auch Atombomben einsetzen soll, wie das die... Und da ist es wieder, Alex. Weil andere irgendwelche fehlerhaften Entscheidungen getroffen haben, benutze ich das jetzt, um eventuell irgendwas anderes zu rechtfertigen. Nee, Alex. Wir sind
50, 60, 70 Jahre weiter. Die Welt dreht sich weiter. Wir sind nicht mehr im Jahr 1922 und es gibt kein großes russisches Reich mehr, beziehungsweise keine Sowjetunion mehr. So. Und wenn Russland, und wenn ich Russland sage, da meine ich die russische Regierung, das Ganze wiederherstellen will, ja, dann muss sie auch mit den Konsequenzen leben, dass es andere Länder gibt, die das nicht wollen. So ist das. Die USA damals gemacht haben oder irgendwelche anderen Länder bombardieren soll oder darf, die über 10.000 Kilometer von den russischen Grenzen entfernt sind und so weiter. Ja? Mir geht es darum, zumindest irgendwie zu versuchen. Ja, ich weiß, dass es nicht komplett möglich ist, dass irgendwo gewisserweise Doppelstandards und Heuchelei und so weiter ja auch Bestandteil der Politik sind, der Propaganda und der Politik immer sind und auch immer sein werden und auch immer waren. Ja, das gehört irgendwo auch dazu. Aber zumindest irgendwie zu versuchen, die also verschiedene Ereignisse nach einheitlichen Maßstäben zu bewerten und zu beurteilen. Ja, Alex, dann versuch das mal. Aber du kannst es nicht vergleichen, weil die einen Fehler wurden in der Vergangenheit begangen. Die anderen Fehler werden heute begangen. Und das, was in der Vergangenheit gemacht wurde, können wir nicht mehr ändern. Was aber heute gemacht wird, das kann man ändern, wenn man das will. Wenn man das als so schlimm in der Vergangenheit angesehen hat, dann muss man das doch heute nicht wiederholen. Die Amerikaner würden heute auch nicht einfach mehr eine Atombombe irgendwo hinwerfen, weil die nach dem Atombombenabwurf auch festgestellt haben, was das für eine fürchterliche Waffe gegen die Zivilbevölkerung war. Ja. Aber in Russland ist das anders. Und nicht, wie ich gerade eben schon beschrieben habe, von wegen die USA und die NATO dürfen alles. Ja, was die machen, ist alles gut. Ja, und wenn Russland irgendwas macht, ist es immer böse. Alex, es geht doch gar nicht darum, die NATO, ob der Westen, ob die USA alles richtig machen. Es gibt keinen, der alles richtig macht. Und genau weil die Weltgemeinschaft das erkannt hat, hat man immer wieder versucht, irgendwelche allgemeingültigen Grundsätze festzulegen. Und diese Grundsätze hat man bei der UNO in Form von Verträgen festgeschrieben. Und jedes Land, was in der UNO vertreten ist, hat diese Verträge unterschrieben. Und einer der Punkte in diesen Verträgen lautet nun mal die Unversehrtheit der Grenzen der entsprechenden Länder nach 1900, bla bla bla. Ich weiß nicht, wann die Verträge gemacht worden sind, 75 oder keine Ahnung. So, will ich mich auch nicht festlegen. So. Und das sind die Grundlagen, nachdem die westlichen Staaten mittlerweile ihre, wie soll ich das sagen, Handlungen versuchen zu durchzuführen. So. Das ist das, was wir aus unserer Geschichte gelernt haben. So. Ich kann auch nur für mich reden. Muss ich ehrlich sagen, weil ich weiß nicht, was
der Donald Trump oder der Biden darüber denken. Kann ich dir nicht sagen. Aber für mich ist das so, wir sollten, egal was wir tun, immer diese Verträge im Auge halten. Und das Gleiche erwarte ich von jedem Land, was diese Verträge unterschrieben hat. Punkt. Ja, da habe ich ja schon, wie gesagt, etliche Beispiele dazu genannt. Bereits im Februar, März, als diese ganze Geschichte mit der Ukraine angefangen hat, habe ich auch schon ganz klar gesagt, da haben mich auch einige Zuschauer nicht verstanden, haben das irgendwie als Rechtfertigung von meiner Seite irgendwie wahrgenommen. Was sollte keine Rechtfertigung sein? Es geht hier nicht um Rechtfertigung. Was ich einfach damals sagen wollte und auch jetzt sagen will, ich habe überhaupt kein Problem damit, irgendetwas zu verurteilen, mich von irgendetwas zu distanzieren beispielsweise, weil ich stehe jetzt auf keiner Gehaltsliste oder so. Nein, nein, ich stehe auf keiner Gehaltsliste. Ganz bestimmt nicht. Deshalb verbreite ich ja auch nur russische Propaganda. Und deshalb suche ich mir ja auch nur Themen raus, die die Demokratie untergraben sollen. Alles gut, Alex. Ich bekomme von niemandem Befehle. Ja, ich kann da mehr oder weniger machen, was ich will. Aber dann fangt doch bitte erstmal bei euch an und kehrt vor eurer eigenen Haustür. Da liegt noch genug Dreck. Ja, Alex, das machen wir jeden Tag. Wir überlegen jeden Tag, ob das, was wir tun, richtig ist. Und ich glaube, es gelingt uns auch ganz gut. Wenn nicht immer perfekt, aber es gelingt uns ganz gut. Wir haben mittlerweile verstanden, dass es in der Bevölkerung Menschen gibt, die eben gleichgeschlechtlich leben wollen. Haben wir verstanden? Die Leute sind so geboren, die können nichts dafür. Ob man das Krankheit nennt oder nicht, sei mal ganz dahingestellt. Und deshalb haben wir auch verstanden, dass man das Ganze nicht verbieten kann. Auch nicht per Gesetz. Weil die Leute gehen deshalb nicht weg. Und die Leute werden auch nicht zufriedener, wenn man das verbietet. Jeder soll so leben können und wollen, wie er will. Und das war jetzt nur ein Beispiel, was unseren Lerneffekt verdeutlichen soll. Herum. Und dann können wir auch über irgendwas reden. Ja, wenn ihr, wie gesagt, eure Dinge verurteilt, eure Verbrechen, eure negativen Taten verurteilt, kann man auch gerne über irgendwas reden, habe ich überhaupt kein Problem mit. Wie gesagt. Ja, habe ich gar kein Problem mit. Deshalb lasse ich ja oder lösche ich selber kritische Kommentare in meinen Videos. Weil habe ich ja gar kein Problem mit, darüber zu diskutieren. Ist auch total normal, easy. Wie gesagt, aber Voraussetzung ist, dass man eben, wie ich gerade eben schon gesagt habe, verschiedene oder ähnliche Ereignisse, parallele Ereignisse und so weiter nach denselben einheitlichen Maßstäben bewertet. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video. Ja, ihr habt es gehört, Leute. Ihr sollt einfach nur alles, was die letzten 1000 Jahre passiert ist, mit gleichen Maßstäben messen. Denn nur so wird der Krieg in der Ukraine legitimiert. Weil kein Land auf dieser Welt, das jemals Krieg geführt hat, hat nicht irgendwann, irgendwo Fehler gemacht und Kriegsverbrechen begangen. Das ist so. Das ist Fakt. Und da brauchen wir auch nichts schönreden. Da brauchen wir auch nichts über den Westen schönreden. Wir brauchen auch nichts über die Kolonialisierung schönreden. Das war auch nichts anderes wie Krieg. Da wurden auch nichts anderes wie Leute getötet. Und es wurden dort die Bodenschätze ausgeraubt. Ist alles passiert. Aber
Wir, heute, können doch dafür nichts. Und deshalb brauche ich auch nicht vor meiner Haustür zu kehren. Ich kann nur das wegkehren, was ich selber an Dreck dahin werfe. Ja, das ist mein Schlusswort für heute. Also, liebe Leute, ich gehe mal wieder zurück. Ach, ich habe es schon wieder, gemacht. Ich habe schon wieder die Taste gedrückt. Also, linke Kamera. So, das war es für heute von WUDAF TV. Ich will nicht sagen, dass der Alex ein schlechter Mensch ist. Um Gottes Willen. Ich mag den Alex auf die einen Seite, aber ich bin gegen Propaganda. Gegen Aussagen, die einfach nur dazu bestimmt sind, um anderen Leuten ihre Meinung vorzuschreiben. Die Meinung sollte jeder eine eigene haben, wie die auch immer ausfällt. Und wenn man nicht unterschiedlicher Meinung wären, könnte man auch nicht diskutieren. Aber man muss zumindest diskutieren wollen. Und nicht einfach nur irgendwas dahin klatschen und sagen, das ist so und ihr müsst das jetzt alle so glauben. Und ja. In diesem Sinne, bleibt kritisch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.